Messe, da stammt der Text der einzelnen Teile von Pfarrer Friesenecker, die Melodien von unserem Organisten Franz Kohlbauer. Und sie wurde auch uraufgeführt 1992, als das Christustor eingeweiht wurde. Und es war natürlich jetzt nicht ganz so leicht, das entsprechend alles aufzuführen, aber ein Teil dieser Messe wird gesungen werden. Und ich danke, dass es gelungen ist, gleichsam spontan einen Chor zusammenzubringen. Der besteht eben aus dem Marienchor, aus Mitgliedern der Chorgemeinschaft und aus Mitgliedern des früheren Kirchenchores. Und gesungen wird zu Beginn jetzt dann das Kyrie, dann zur Gabenbereitung zum Sanctus und ein Teil auch dann noch beim Auszug. So können wir ihn wenigstens einigermaßen die musikalischen Wünsche erfüllen. Aus dem zweiten Brief des Apostel Paulus an Timotheus. Mein Sohn, ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich. Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Weise zurecht, Tate, ermahne, in unermüdlicher und in geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Du aber sei alle nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst. Denn ich werde nunmehr geopfert, die Zeit meines Aufbruchs ist nahe.
Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Wort des lebendigen Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Geschwister und Verwandte, Herr Bischofsvikar, sehr geehrte Dekanen des Stiftes und des Dekanates Freistadt, liebe Mitbrüder, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Vertreter der Gemeinde und der Vereine, liebe Kameraden, liebe Sängerinnen und Sänger. Bei solchen Gelegenheiten und heute besonders frage ich mich, was tue ich eigentlich? Bei diesem Begräbnis heute sind mehrere aus der damaligen katholischen Jugend von Adner, die vor bald 55 Jahren mit hier in Oswald bei der Amtseinführung unseres ehemaligen Jugendkaplans und neuen Pfarrers damals von St. Oswald, Josef Riesenecker, dabei war. Wir begraben heute schon nach Franz Kaspergen im Februar schon unseren zweiten Jugendseelsorger. Mit Franz Leitner vor 9 Jahren und Walter Ortner schon vor 30 Jahren sind es 4, die uns damals in einer ganz wichtigen Zeit begleitet haben. Noch kurz nach dem Tod am Abend von Josef hatte ich Mailverkehr mit der Pfarrer St. Martin. Da kam sofort die Antwort zurück. Mein Vater hatte ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Unzählige Fotos von ihm bereichern unser Gemeindearchiv. Und er hat mir dann auch noch geschrieben, wo er das viele Gute aufzählt, das Josef bewirkt hat, zusätzlich zu seiner tiefen Frömmigkeit und seiner Leidenschaft als Seelsorger und auch seiner tiefen Menschlichkeit und Fähigkeit, Freundschaft zu empfangen und zu geben. Das ist etwas von dem, was unser größeres Stift ausmacht, wie mein Vorgänger Wilhelm Neudutkern sagte, diese Verbundenheit der Seelsorger aus dem Stift, die eine Zeit in dieser und dann wieder in einer anderen Pfarre wirken. Bei Josef Riesenecker war es St. Martin, Adner und dann ab 1968 St. Oswald. Josef trat in dem Jahr, als ich geboren wurde, ins Stift ein. Nach dem Besuch der Volksschule in seiner Heimat Windhag kam er nach Linz, wo er dann auch bei einem Unfall tragisch ein Auge verlor. Das Philosophie- und Theologiestudium war damals noch im Stift. 1956 wurde er zum Priester geweiht. Ab 1961 erlebte ich ihn dann in Adnang als Ministrant, wie er auch damals der Stiftsdekanin hier in St. Oswald am Altar diente. Mädchen und Burschen, das war damals noch dieser Luxus, hatten jeweils ihren Jugendkaplan. Josef prägte sehr viele, sehr nachhaltig. Er ermutigte kritisch, die Vorgänge zu beobachten. Er leitete an, als Christ Profil zu zeigen. Dabei war er immer ruhig, freundlich und man wusste immer, woran man bei ihm war. Er legte sein Gewicht auf geistliche Bilder. Wir hatten immer Bibelrunden und sollten so zu Aktivisten werden. Da hinterließ er in Adnang deutliche Spuren, war bestens mit der Feuerwehr verbunden, gründete damals Familiengruppen, er begann das Herbergsuchen. Manche der Stationen sind heute noch die gleichen, obwohl die Generationen gewechselt haben. Er fotografierte viel, ich musste das bewundern. Er bildete die Gläubigen durch vielerlei Vorträge. Einmal bei einem Jugendausflug ins Müllviertel zeigte er uns seine frühere Wirkungsstätte. Da erinnere ich mich, dass wir auf der Fahrt kaum eine der schönen Kirchen aus
wie er Pfarrer wurde, war uns leid um ihn. Die Installierung hier in St. Oswald war eine große Feier. Und wir konnten da auch gut mitfeiern, weil wir wieder zwei Primitianten als Kapläne bekamen. Der eine war aus St. Oswald, Günther Türk, und Alfred Pre aus Lasberg. Die gehören auch zu unseren Jugendseelsorgern. Das bewirkte in uns Jugendlichen schon ein Hochgefühl und eine gute Verbundenheit. Da wurden Kirche und Glaube verständlich und so lebbar, dass auch der geistliche Beruf dann vorstellbar wurde. In St. Oswald oder wo immer er tätig war, war er Seelsorger. Die Verkündigung einer klaren Linie des Glaubens war ihm wichtig. Das fand auch Ausdruck in seinem Kunstsinn, wo er seine Pfarrkirche weiter zu gestalten versuchte. Die Kirche bekam auch eine schöne Orgel. Ein schöner Gottesdienst mit allen Sinnen war ein großes Anliegen. Der Pfarrhof war zu renovieren, rund um die Kirche wurde manches neu, so entstand auch ein kleines Museum. Er kam sicher von der traditionellen Theologie her, die seinen Glauben prägte, den er seinen Leuten klar vermittelte. Da war er auch mit so manchen Entwicklungen nicht so einverstanden. Er zog auch ins Feld und hielt mit seiner Meinung auch vor dem Landeshauptmann und dem Bischof nicht hinterm Berg. In diese Richtung sprach auch sehr wertschätzend unser Altbischof Maximilian von ihm, der mich kürzlich angerufen hat und es mich sehr beauftragt hat, ihn zu entschuldigen, weil er nicht dabei sein kann, weil er nicht mehr ganz gesund ist. Er sagte auch wenn es mit dem Bischof Punkte gab, in denen die Meinung von Josef anders war, sagte der Bischof, dass die Gespräche immer im Guten verliefen. So war Josef klar in seinen Ansichten, nicht verwaschen, aber versöhnlich, loyal. Der Altbischof, so soll ich das auch ausrichten, wird für ihn heute die Messe feiern. Und er denkt gern zurück an all die Anlässe, bei denen er in St. Oswald war, mehrmals bei Visitationen oder bei Firmen. Für Josef Türtisch war es ein flotter Gang, der das Glas bis zuletzt behalten hat. Und so war er viel unterwegs in seinem Nordwaldgebiet und auch auf höheren Bergen in Salzkammergut. Da leitete er die Jugend an, mutig zu sein. Er war auch ein moderner Seelsorger, der die Gelegenheiten aufspürte, gut bei den Menschen zu sein und ihnen den Glauben verständlich zu vermitteln, wie bei den vielen Dorfarbeiten. Das war aber keine trockene Belehrung, sondern erleben, berührt werden, in die Tiefe gehen, verstärkt durch schöne Bilder. Ich glaube, Josef hält sich in Erinnerung, dass er mit schönen Bildern in Verbindung gebracht werden kann. Besonders in Verbindung zu bringen ist mit einem früheren Pfarrer die Herbergssuche. Das pflegte er als Brauch, aber er zielte auf das ab, was dahinter steckt. Menschen suchen Herberge, eine Heimat, nehmen viel auf sich beim Unterwegssein mit vielen Beschwernissen. Menschen suchen aber auch Herberge für ihre Seelen, die oft nur kreuz und quer hin und her gejagt sind und nicht mehr wissen, wo sie stehen, was sie glauben und wem sie trauen sollen. Da habt ihr in St. Oswald in den letzten Jahrzehnten einen gehabt, der euch mit Klarheit und Bestimmtheit, aber auch mit Freundlichkeit und Einfühlsamkeit vorausgegangen ist. Mehrere Generationen hat er getauft, zur Erstkommunion geführt, verheiratet, in allen Lebenslagen Rat gegeben und sie auch auf ihrem letzten Weg begleitet. Josef hat gut hierher gepasst, weil er das gehegt und gepflegt hat, was in den Menschen dieser Gegend drinnen ist und was sie dringend brauchen,
schöne Jahre, die Josef im Stift verbrachte. Er ist ein Beispiel dafür, dass man sehr wohl in Pension gehen und da ins Stift kommen kann. Dieser Mut ist nicht sehr weit verbreitet. Nach Jahrzehnten, wo einer in einer Pfarre richtig angewachsen ist, dass er dann den Weg für Neues frei macht. Für ihn war das Stift immer Heimat, Konzentrationspunkt größten Interesses für alles, was sich getan hat. In so einer Männerfamilie mit ca. 12 Mitgliedern ist jeder wichtig. Jeder bringt das Seine ein. Und Josef war der, der immer gut redete. Aus seinem Mund kam nur Gutes. Jammern war ihm fremd. Bemerkungen über sein abnehmendes Sehvermögen nur kurz. Da danken wir ihm für das Gutreden, dass immer das Gute im Vordergrund stand. Leider waren die Kontakte durch die Pandemie in Sein der Kreuzschwestern in der letzten Zeit nicht so häufig. Und an diese Adresse möchte ich auch einen herzlichen Dank und ein großes Liebe, die ihr ihm habt, angedeihen lassen. Josef entsprach in sehr vielen dem, was auch in der Lesung über den Verkünder gesagt ist, der auf sein Leben zurückschaut. Er hat einen guten Kampf gekämpft, die Treue bewahrt und jetzt den Lauf vollendet. Er hat das Wort verkündet, das Wort, ob gelegen oder ungelegen. Er hat ermahnt, aber in aller Geduld und Belehrung. Er hat sich bemüht, dass der Glaube in St. Oswald eine Herberge hat. Dass die Menschen wissen, wo sie daheim sein können, wenn sie wirklich trauen dürfen. In unserem Evangelium kommt am Anfang mehrmals der Geist Gottes vor. Simeon lebte in der Erwartung, erfüllt vom Heiligen Geist. Und der Geist führte ihn in den Tempel und da wurde er zur Begegnung seines Lebens geführt. Auch Josef lebte diese Erwartung. Er kann uns zeigen, was das heißt, vom Geist geführt zu sein, vom guten Geist. Und dann, wenn es darauf ankommt, an der richtigen Stelle zu sein. Und so wurde auch er vom Geist geführt, mit der ewigen Anschauung im Frieden Gottes beschenkt. Amen. So lasst uns jetzt für ihn und füreinander beten. Von Pfarrer Friesenecker war vielseitig. Er hat viele Ausflüge und Wallfahrten organisiert. Dabei war er geografisch sehr guter Reiseleiter. Viele haben unvergessliche und bereichernde Erinnerungen. Guter Gott, schenk ihm bei seiner letzten Reise die Vollendung in dir. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, Herr, Pfarrer Friesenecker bei der Feier
hat viele Bücher und Liedtexte geschrieben. Wir bitten für unsere Kunstgetaufte, hilf uns, diese Botschaften in unserem Leben umzusetzen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, Herr, uns. Für Pfarrer Josef Riesenecker war es stets ein Anliegen, junge Menschen für die frohe Botschaft unseres Glaubens zu begeistern und die Berufung zum christlichen Leben zu fördern. Guter Gott, schenke ihm Anteil an deiner Auferstehung und lass ihn leben in deinem Licht. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, Herr, uns. Viele, viele Jahre unterrichtete Pfarrer Josef Riesenecker an der Pflichtschule bei uns hier in St. Oswald. Niemals hörte ich ihn oder von ihm ein schimpfendes Wort über Schülerinnen, über Kinder. Falls sich doch einmal im Kollegium stärkerer Unmut über das Verhalten einzelner Schüler breit machte, so meinte er voll Güte und pädagogischem Weitblick: Mein Gott, na, Kinder haben es alle über leicht. Lasset doch die Kleinen zu mir kommen, war für ihn keine leere Floskel. Guter Vater im Himmel, vergelte du ihm all seine Liebe, seine Klarheit und somit seine Lebensstütze, die er so vielen jungen Menschen gegeben hat. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, Herr, uns. Schon in der Bibel steht geschrieben, du sollst dein Haus nicht auf Sand bauen, sondern auf Felsen. Für unseren Pfarrer Josef Riesenecker war der Erhalt unseres Gotteshauses immer eine wichtige Aufgabe. Gib unserer Pfarre die Kraft und den Zusammenhalt für die Pflege und den Erhalt unseres Gotteshauses. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, Herr, uns. Josef hatte zuletzt einen beschwerlichen Weg zu gehen. Viele Menschen, die das Pflegepersonal, seine Mitbrüder und Angehörige, insbesondere Schwester Wittgard, haben ihn dabei begleitet. Vergib allen, was sie ihm Gutes getan haben, gib uns auch in Zukunft Kraft, anderen Menschen in Not beizustehen. Du hast dich immer wieder mit körperlichen und seelischen Heilwerden beschäftigt, sei es durch Aufspülen von Wasseradern, Restaurierung der Gründelkapelle und auch zur Wiedereröffnung der Wallfahrtskirche Maria Schnee hast du viel beigetragen. Möge dir Gott vergelten, was du anderen Gutes getan hast. Viele schöne Stunden haben wir mit Josef bei Feiern und Festen verbracht. Lass uns seine Liebe und Freude spüren, wenn wir gemeinsam Feste feiern. Was wir sonst noch alles an Dankbarkeit im Herzen tragen, bringen wir vor Christus, unserem Herrn. Amen.
dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Deinen Tod, erfüllen wir, und seine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, lieber Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Bringen wir so das Brot des Lebens und der Kelch des Geistes dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und verbinde dein Volk in der Liebe. Feinde unseren Papst Franziskus, unsere Bischof Manfred, alle Bischöfen, unsere Priester, Diakonen und Ordenschristen und mit allen Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen, die zum Dienst in der Kirche dich gerufen sind. Erbarme dich unseres Bruders Josef, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke all unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen werden. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird und die Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder von dir, darum beten wir euch vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir Geburt wurde verkündet.
Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gib einander ein Zeichen des Friedens und der Hoffnung. Thank you.
Schwester und Verwandte, lieber Papst Johannes, Chorherrn des Stiftes St. Florian, liebe St. Osweiler, deren Pfarrer Josef Friesenecker 43 Jahre geleitet hat, geschätzte Trauergemeinde. Im Namen und im Auftrag von Diözesanbischof Manfred darf ich heute seitens der Diözesanleitung zweierlei zum Ausdruck bringen. Zunächst die herzliche Anteilnahme an der Trauer um den verstorbenen Priester und Ordensmann, Konsistorialrat Josef Friesenecker. Und dann einen großen Dank für sein segensreiches seelsorgliches Wirken. Er war Kaplan in St. Martin im Mühlkreis und in Adnan und kam 1968 als Pfarrer hierher nach St. Oswald bei Freistadt. Durch sein Hinausgehen in die Dörfer und Häuser war er, wie heute sagen würden, nahe bei den Menschen. Immer bemüht, die frohe Botschaft Jesu Christi zu überbringen. Das tat er mit Klugheit und großer Treue bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2011. Mich persönlich verbindet mit Josef Friesenecker einiges, da ich als gebürtiger St. Oswalder nicht nur dienstlich, sondern auch privat des Öfteren hierher gekommen und oft auch mit Pfarrer Friesenecker zusammengekommen bin. Eines hat mich von ihm besonders gefreut. Im Jahr 1975 kam er mit einer Gruppe von St. Oswald nach Rom und dort eine Priesterweihe von Primiz mit zu feiern. Mit dabei war auch Josef Effelsdorfer, euer derzeitiger Pfarrer. Er hielt damals die Predigt bei meiner Primiz im Kollegium Germanicum. Besonders erwähnen möchte ich das Geschenk von Pfarrer Friesenecker. Es begleitet mich bis heute. Es ist ein kleines Messbuch, in das er auf der letzten Seite die Worte schrieb: von der Heimatpfarre deiner Kindheit und Jugend, St. Oswald, zur Priesterweihe gewidmet. Josef Friesenecker, Pfarrer, Oktober 1975. Von seinem seelsorglichen Wirken beeindruckte mich besonders, wie er den alten Brauch der Herbergssuche in der Pfarre belegte und wie er diese positive Erfahrung in einem Büchlein weitergab. Das nur als ein Beispiel seiner vielfältigen seelsorglichen Tätigkeit. Nochmals herzlichen Dank dem Stift St. Florian für die
sehr geschätzt und war beliebt, da er sich und die älteren Mitbürger mitfühlend annahm. Das Kirchenhäusl-Museum war ein großes Anliegen, wofür er auch für die Errichtung 1989 den Anschluss gab. Die Zusammenarbeit mit dem damaligen Bürgermeister Max Bunn funktionierte bestens. Pensionistenverband Obmann Heindl Otto. Auch der Pensionistenverband St. Oswald bedankt sich dem verstorbenen Herrn Pfarrer Friesenecker. Über viele Jahre hinweg wurden die Gedenkmessen für die verstorbenen Mitglieder gefeiert, welche jeden dritten Adventssonntag stattfanden. Unsere drei Feuerwehren, stellvertretend Kommandant Eva Michael. Die Feuerwehren bedanken sich für die vielen Florianmessen, die gemeinsam gefeiert werden konnten. Auch für die Feuerwehren warst du ein Kamerad, der stets zur Seite stand, wenn du benötigt wurdest. Die vielen gemeinsamen Fahrzeugfeuerwehren, Zeughaussiedlungen bleiben ebenfalls in guter Erinnerung. Oldhornfrauen, Opfer, Hagel Elisabeth. Unser Herr Pfarrer war immer so stolz auf Traditionen und Kultur, somit auch auf die Goldhornfrauen. Besonders aber hat er immer große Freude über die Teilnahme bei kirchlichen Anlässen, wie Christi Himmelfahrt, von Leichnam, Hochzeiten und diverse anderen Veranstaltungen. Die Goldhornfrauen bedanken sich aufs Herzlichste für sein Engagement und für seine herzliche Art, sowie seiner langen Tätigkeit in unserer Pfarre. Kameradschaftsbund und Wassergenossenschaft St. Oswald, Obmann Hornschmidt-Karl. Der Kameradschaftsbund St. Oswald bedankt sich aufs Herzlichste für das gute Zusammenwirken bei den kirchlichen Anlässen. Auch bei der Wassergenossenschaft war Josef Riesenecker sehr angesehen. Besonders gefragt, was seine Begabung Quellen mittels der Wunschelrute auszuzeichnen. Die Jagdgesellschaft St. Oswald, Obmann, Hackl Obmann. Wald, Natur und Jagd hat Herr Frau Josef Riesenecker immer interessiert. Und er erkundigte sich oft bei verschiedenen Jägern über die Natur, das Wild bzw. die Landschaft von St. Oswald. Die Jägerschaft bedankt sich bei Herrn Frau Riesenecker für die schön gestalteten Hubertusmessen in Maria Bündel und in unserer Pfarrkirche. Musikkapelle Obmann Halle Ernst. Als kulturell interessierter Mensch war ihm die musikalische Umrahmung der Messen immer ein besonderes Anliegen. Bei ihm spürte man, dass er für die Musik Dankbarkeit empfand. Die Musikkapelle und die Chöre möchten sich herzlich für die entgegengebrachte Wertschätzung sowie die ständig geistige und auch materielle Unterstützung bedanken. Pfarrer Josef Riesenecker war bei diversen Veranstaltungen der Vereine, Jahreshauptversammlungen, Weihnachtsfeier und Jubiläumsfeier stets ein gern gesehener Gast. Wie auch bei so mancher Besuch über den Tag. In meiner Heimatortschaft ist es üblich, sich nach dem Gebet kurz zusammenzusetzen. Und dabei wird auch das ein oder andere Gläschen getrunken. Daran kann ich mich auch persönlich erinnern, wie es hieß, heute kommt der Herr Pfarrer. Da dürften wir uns im Anschluss nicht zusammensetzen. Obwohl ich glaube, es hätte ihm auch gefallen. Eine besondere wertvolle Tätigkeit für die Gemeinde führte unser lieber Verstorbener in den Schulen aus. Er war lange als Religionslehrer tätig und war im Kollegium wie bei den Schülern aufgrund seiner umgänglichen Art sehr beliebt. Ich durfte persönlich auch seine religiöse Erziehung genießen und kann mich noch bestens an den Unterricht erinnern. Er hat viele Personen in unserer Gemeinde mit seinem Wirken zur Entwicklung des Ortes sowie Persönlichkeiten beigetragen. Abschließend darf ich mich im Namen der Gemeinde und unserer vielen Vereine für den Wirken sowohl auf kultureller als auch Ideengeber sowie als engagierter Seelsorger und im speziellen als empathischen Menschen bedanken. Ruhe in Frieden. Thank you.
Christine, lieber Josef, verehrte Trauerfamilie, hochwürdige Herren. Nun war es wieder an der Zeit, gute Wünsche zu einem hochheiligen Fest zu versenden. Das Vorhaben führte mich alljährlich zu Motivfotos unseres heimgegangenen ehemaligen Herrn Pfarrers Josef Friesenecker. Obschon er nur ein Auge hatte, war dieses eine umso sensibler, Motive aufzuspüren, die ins Herz gehen. Diese Erfahrung machten wir in seinen unzähligen Dia-Vorträgen, die er in Vereinen und so vielen Festen und Veranstaltungen hielt, vor allem in den Jahreshauptversammlungen des Verschönerungsvereines. Ja, sein Leben war ein Fest mit Herz. Wo wir auch sind, spüren wir dieses Herz. Bist du, lieber Josef, so hast du es immer gewünscht, dich anzureden als Josef, unseren Bruder, den vielfach betitelten, ausgezeichneten, hochgeehrten, bist du, lieber Bruder Josef, allgegenwärtig. Mit deinen Fähigkeiten und großen Taten, die bei dir stets einmündeten in die Gott wegweisende Seelsorge um deine geliebten Ostwalder Schäfchen. 43 Jahre deiner Pfarrseelsorge hier in St. Oswald sind wahrlich ein Fest mit Herz, das viel zu erzählen weiß von einem Gottesmann, dessen unermüdliche Arbeit im Weinberg des Herrn breit gefächert war, eingebettet in der Weitergabe eines starken Gottvertrauens. Als dein letzter Pfarrgemeinderatsobmann Stellvertreter, Erzdorfer Felix folgend, war es mir eine besondere Ehre, an deiner Seite mitzuwirken und auch von dir zu lernen. So hast du mit Feingefühl und Empathie Konsensbeschlüsse verwirklicht, was in der Neugestaltung des Presbyteriums und der Verortung des Ambos im Besonderen zum Ausdruck kommt. Warst stets in der Diskussion offen, auch manchmal hart, aber immer bestrebt mit Rückgrat und Wertschätzung den Konsens zu suchen. Du versuchtest, das Konservative, also das echt Bewahrenswerte, mit dem Fortschrittlichen, Modernen so geschickt zu verbinden, dass den Pfarrgemeinderat in all seinen Fachausschüssen bis hin zur katholischen Aktion eine überaus Erfolg und segensreiche Arbeit zuteil werden konnte. Im Mitmenschen sah Josef immer den leidenden Christus. So gelang es ihm dereinst, eine Familie aus dem Kosovo durch seine Intervention bei der damaligen Innenministerin Fechter, die er aus seiner Kaplanzeit in Adnan Buchheim noch gut kannte, ein humanitäres Bleiberecht zu erwirken. Hausbesuche und Dorfabende sowie Gebetsrunden waren ihm ein großes Anliegen. Ja, da konnte es am Rande der Begegnung auch manchmal passieren, dass er gebeten wurde, den rechten Platz mit der Wünschelrute zu suchen. Oftmals löste er das Rätsel um eine Wasserquelle. In persönlichen charismatischen Gesprächen gelang es ihm, Menschen zu gewinnen für den Dienst am Altar. Als Ministranten, als Wortgottesdienstleiter, als Lektoren, als Kommunionhelfer, als Firmenhelfer, als Religionslehrer,
Und sein Wunsch nach einem Diakon ging erst später in Erfüllung. Ja, vieles ist durch dich, lieber Josef, möglich geworden und gewachsen. Die Glaubenserneuerung mit Pater Gott in der Volksmission damals, die durch deine Initiative zustande kam, ist vielen von uns heute noch ein sprudelnder Gottesquell. Voll Dankbarkeit blicken wir auf deine Zeit hier bei uns zurück. Gott und die Kultur, die Pflege des Guten und Schönen, die Pflege der Tradition fand in dir sowohl im kirchlichen als auch im kommunalen Bereich einen leidenschaftlichen Fürsprecher. Notwendiges oder fehlende Atmosphäre wurde etwa durch deine rege Bautätigkeit, durch Umgestaltung, durch Ergänzung korrigiert, bereichert. In der Wiederbelebung von Brauchtum, in der Suche nach Altem, Ursprünglichem, dem das Wertvolle abhanden gekommen war, hast du eine neue Identitätsfindung für uns Oswalder in Gang gesetzt. Hast als Heimatforscher unsere Ortsgeschichte kräftig beleuchtet und als Initiator des Kirchenhäusermuseums uns daran erinnert, wie sehr kommunales Leben durch Religion und Pfarrer geprägt ist. Als Mitbegründer der Gotikstraße warst du ein gefragter Kenner dieses Metiers. Du wusstest, wann Erneuerung und Renovierung vonnöten waren, bald nach deiner Installation die Turmstützmauer. 1970 wurde der Kreuzweg in Angriff genommen und 1988 die Bröndelkapelle. Die künstlerische Gestaltung des Marienaltares legte Josef in die Hände von Frau Schuler Herzog, die ein Faksimile schuf nach Meister Nikolaus von Brixen. Es war dir, Josef, eine Selbstverständlichkeit, zu Ehre Gottes oftmals in das eigene Geldbörse zu greifen. Wer sich schon einmal Zeit genommen hat, am Schriftenstand zu stöbern, wird feststellen, dass unser Herr Altpfarrer, den Seelsorger, den Literaten und Dichter, den Pädagogen, den Fotografen, den Planer, den Restaurator, den Architekten, den Forscher, den Visionär in sich vereinigt hat, wenn uns da plötzlich seine Publikationen ins Auge stechen, die da heißen: Die Vorgeschichte der Pfarre St. Oswald, was die alten Oswalder Kirchenrechnungsbücher erzählen, was das Kirchenhaus und Museum von St. Oswald zeigt, Herbergsuche, ein Brauch, den man braucht für die stille Zeit, Lichter vom Licht, die religiösen Kleindenkmäler in der Pfarre und Gemeinde St. Oswald, 300 Jahre Pfarrhof St. Oswald, Kirchenführer, Pfarrkirche zum heiligen St. Oswald, Orgel und Kreuzweg, Bronzetore, Christustor und Wallfahrtskapelle Maria Bröndel. Heiliger Oswald, unser Vorbild, unser Anwalt, der heilige Oswald in Wort und Bild, die heilige Monika. Wer von uns wusste früher schon Bescheid über unseren Kirchen- und Gemeindepatron, den heiligen Oswald? Du, Josef, hast ihn uns greifbar gemacht, zunächst in Form einer Wallfahrt nach Nordumbrien und später einer Bilderbildbibel gleich im Bronzetor des bekannten Bildhauers Jakob Kopp,
dessen andere Bronzetore den Haupteingang des St. Pöltener Domes zieren. Auch der Klang der neu gegossenen Oswaldglocke sowie dein Oswaldlied, das dir unser Franz verdonnt hat und das wir jetzt im Anschluss an meinen Nachruf singen werden, möge uns immer an dich und unseren Patron erinnern. Im Südbronstor gegenüber begegnet uns Christus als Retter und Garant fürs Leben, für Gesundheit, Nahrung und Sicherheit, gleich einer ständigen Danksagung für erhörte Fürbitten als deine Wegzehrung für uns Oswalder. Ach, wer wusste schon Bescheid über die heilige Monika, der Mutter des Ordensgründers Augustinus, die neue Urne mit ihren 1338 Pfeifen und 26 Register erzählt von deiner Musikbegeisterung. Oder wer hat gewusst, dass die 6 Meter lange Kommunion-Granitstufe hier eine der längsten aus einem Block handgemeißelte in Österreich ist? Josef hat mich einmal darauf aufmerksam gemacht. Das alles, samt dem Osterleuchter meines väterlichen Freundes Robert Himmelbauer aus Hirschbach und vieles mehr, wie etwa deine Betrachtungen entlang des Meditationsweges oder die so wichtige Friedhofserweiterung, alles trägt deinen Namen zur Ehre Gottes und zum Wohle für uns alle. Aus der katholischen Herr der Wochenzeitschrift Christ in der Gegenwart entnehme ich: Im hohen Advent, in der letzten Woche vor Weihnachten, erklingen in den heiligen Messen die bezeugten O-Antiphonen aus dem 7. Jahrhundert, die das Magnificat der Vesper ahnen. Du, lieber Josef, hast im hohen Advent am 19. Dezember in deiner Herbergsuche angeklopft und kräftig erklang es an der Schwelle zur Vollendung. O Morgenstern, Glanz des unversehrten Lichtes, der Gerechtigkeit strahlende Sonne. O komm und erleuchte die da sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes. Ja, Gott schenkt uns seinen Sohn, der mit uns leidet und unser Trost wird. Krippe und Kreuz sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das Christkind ist der Schmerzensmann. Gott, der die Liebe ist, hat uns in der Geburt und im Kreuzestod Jesu zu verstehen gegeben, dass er im Leid bei uns ist und uns tröstet, ja sogar im Tod himmlische Vollendung schenkt. Gott antwortet auf unser Warum, nicht theoretisch, sondern trocknet höchstpersönlich unsere Tränen und streckt als Christkind sowie als Mann am Kreuz die Arme nach uns aus.
in Stille für unseren verstorbenen Mitbruder Josef Friesenecker beten und in der barmherzigen Hand Gottes anvertrauen. Zu unserem Herrn Jesus Christus beten wir voll Vertrauen. Erlöse ihn, O Herr. Erlöse ihn, O Herr. Von aller Schuld. Erlöse ihn, O Herr. Durch deine Menschwerdung. Erlöse ihn, O Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse ihn, O Herr. Durch deinen Tod und deine Auferstehung. Erlöse ihn, O Herr. Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Erlöse ihn, O Herr. Barmherziger Gott, wir danken dir für alles Gute, mit dem du Josef im irdischen Leben geschenkt hast und für das Gute, das wir durch ihn erfahren durften. Wir empfehlen ihn nun in deine Hände. In der Taufe hast du ihn als dein Kind angenommen. Führe ihn nun zur Herrlichkeit des Himmels und gib ihm Wohnung und Heimat bei dir, nachdem er uns dein Wort verkündet und die Geheimnisse von Tod und Auferstehung für uns gefeiert hat. Uns aber, die wir zurückbleiben, gibt die Kraft, einander zu trösten und den Glauben zu stärken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Durch die Taufe gehören wir zu Christus. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Josef, im Wasser und im Heiligen Geist wurdest du getauft. Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Dein Leib war Wohnung Gottes, der Herr schenke dir ewige Freude. Verehrte Trauergemeinde, wir haben hier auf Erden keine bleibende Stätte, sondern suchen die künftige. In der Hoffnung auf Gott, der die Toten zum Leben erweckt, tragen wir nun den sterblichen Leib von Josef Friesenecker zu Grabe. Bevor wir uns nun auf den Weg zum Friedhof machen, ein paar Informationen zum Auszug. Ich bitte zuerst die Fahnenträger und die Kameraden der Vereine aus der Kirche auszuziehen. Dann bitte ich die Frauen der Goldhaubengruppe, sich gleich anzuschließen. Nach dem Sarg unseres Verstorbenen möge sich dann die Familie und die Verwandten gleich anschließen. Danach bitte ich die Vertreter der Pfarre und der Gemeinde, alle Freunde und alle Gottesdienstbesucher, sich auf den Weg zum Friedhof zu machen.